Ja, Leute, da sind wir wieder bei Pokémon in der schwarzen Edition. Und ich habe ganz schön viele Schmerzen gerade auf den Ohren, weil es so extrem laut ist. Septerna City waren wir stehen geblieben. Und wir mussten ja jetzt Belle herausfordern. Und dadurch, dass wir als letztes hier bei ihm waren und ja, sie halt hier steht, total unschuldig, total nichts ahnend, machen wir uns jetzt mal hier auf den Weg. Hallo. Danke. Ich wollte gerade sagen, er reagiert gerade irgendwie nicht auf die X-Taste. Er bewegt sich aber, reagiert nicht auf X. Und fliegen mal wieder hier ein bisschen rum. Und ich würde sagen, wir versuchen ein bisschen zu leveln. Weil was sie das letzte Mal mit uns gemacht hat, war echt schon heftig. Und wir müssen definitiv den Kev-Game ein bisschen hochleveln. Das heißt also, den haben wir auf Stufe 33. Den müssen wir ein bisschen hochpushen. Was hat er denn für ein Item? Nee. Item nehmen. P-Teiler von Kev erhalten. Item geben. P-Teiler, komm. Okay. Dann müssen wir jetzt den Kev-Game hochbringen. Aber das können wir auch gleichzeitig noch anders machen. Wartet mal, wir... Ich glaube, wir nehmen sogar Kev-Game nach ganz vorne. Das macht sogar am meisten Sinn. Dann haben wir das so. Dann kann der sich jetzt nämlich ein bisschen leveln. Das ist nämlich gegen Wasser-Pokémon, habe ich gehört, sehr effektiv. Ein Flunschlick. Und da machen wir einfach nur... Ja, Egelsamen erstmal und dann Rankenhieb. Dann werden wir sehen. Tarnung. Mit deiner Tarnung kannst du abhauen. Zum Typ Boden. Ah, ha, 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 ha. Ja, und jetzt, wenn ich damit komme, nimmt er wohl kaum Schaden, ne? Ne, doch, ist sehr effektiv. Aber sein Angriff ist fehlgeschlagen. Das ist gut. Das gefällt mir. Können wir doch mit dem Rankenhieb und so weiter doch noch platt machen. Und er kann schön leveln. Das finde ich gut. Genau so stelle ich mir das vor. 717, 223. Passt. Und ja, jetzt... genau, immer schön durchs Wasser gehen. Oh, ein Membraner. Dich machen wir genauso Platz wie den Flunschnick. Flunschlink. Flunschlick. Oh, die Namen. Membraner. Oh, Wasserring, wie süß. Gib mir einfach deine Lebensenergie und dann bin ich glücklich. Zack, bam. Wow. Das fand ich jetzt gut. Und Stufe 34. So. Da geht schon was. Aber jetzt wieder ein... Oh! Ein Membraner. Ich glaube, ich komme gleich mit dem Rankenhieb. Spart mir Energie. Rankenhieb. Ja. 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 Was habe ich gesagt? Funktioniert. 170. Ne, hallo. Warum reagierst du wieder nicht? Man hat der Macken mal nicht, ne? Egal. Wichtig ist, dass wir diese Membrana nur bekommen und dann den Kev so schnell wie möglich nach oben bringen. Ich weiß, das ist dann jetzt nicht ganz so eine spannende Folge. Ja, ist in Ordnung. Aber den Andreas, den bringen wir damit auch noch oben. Der kriegt ja auch noch EPs. Sag ich doch. Ich glaube, ich muss nach oben, ne? Oh ja, ich muss da nach oben, hä? Einmal komplett falsch gelaufen. Ach, kann man ja machen, ne?
Da ein wildes Mibrana auf Stufe 32. Heute haben wir Mibrana Overdose. Aber egal. Ja, ansonsten kann ich jetzt schon an dieser Stelle ankündigen, es wurde ja auf der E3 angedeutet, dass Game Freaks an einem neuen Haupt-Pokémon arbeiten und dieses für die Nintendo Switch erscheinen soll. Aufmerksame Zuschauer wissen, dass ich gesagt habe, ich werde kein Pokémon-Spiel mehr anrühren, außer es kommt für die Nintendo Switch. Danke an dieser Stelle an Game Freaks, dass sie mir das so schnell doch dann ermöglicht, dass ich wieder ein Pokémon-Spiel spielen muss. Okay, gut, erst nächstes Jahr, aber... Tja. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt, unvorhergesehen gewesen, weil es halt auch immer hieß, es kommt nur für mobile Konsolen. Gut, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ja, die Switch ist schon teilweise ein mobiles Gerät, was das Ganze ermöglicht, aber trotzdem hätte keiner damit gedacht, dass das wirklich dann so kommt, wie es jetzt gerade ist. Und ich habe gerade die ganze Zeit nicht aufgepasst, habe einfach nur irgendwas gedrückt und in der Hoffnung, dass ich das schaffe, sollte ich mir jetzt erstmal hochheilen. Und den endlich platt machen, oder? Ich habe mal gehört, das hilft. Weil der ist nämlich doch sehr nervig, der Flunschlick. Das mit seinem Schlammding da. Aber egal, wir boosten uns ein bisschen hoch. Interessant ist aber auch... Oh, aus da. Warum habe ich denn jetzt die Igelsamen platziert? War ja total dumm jetzt, ne? Egal. Und das hat es auch noch verbraucht. Ich bin so doof. Ich muss echt schon wieder zurück. Muss den Kev hoch, Kev hochheilen. Ja, hochheilen. Also, bis ich dann zurück bin, habe ich es dann vielleicht mal geschafft. Und wieder ein wildes Mibrana. Ich finde aber, ich bräuchte irgendwie einen... Sorry, Kev, jetzt nicht böse gegen dich. Also kein Diss, weißt du ja, ne? Ich bräuchte irgendwie so ein cooleres Pokémon. Das Pflanzen-Pokémon sieht irgendwie so... Dadurch, dass es halt drei verschiedene Varianten davon gibt, sehr unspektakulär aus. Wenn ich also irgendwann mal unterwegs ein anderes Pokémon finde... Nein, ich wollte doch nach links. Och, Mann. Och, nö. Auch noch ein Schnuthelm. Okay, ja, mal gucken, wie du mit dem Schnuthelm klarkommst. Weil ein Schnuthelm ist ja so eine Mischung, eigentlich würde ich sagen, aus einem... Keine Ahnung. Metall-Pokémon und Wasser-Pokémon? Oder ist es auch eher ein Pflanzen-Pokémon? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Gucken wir mal, was Rankenhieb ausrichtet. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Wurde schläfrig gemacht. Na super. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Aber gut, dann wechseln wir halt das Pokémon. Weil wenn es ein Pflanzen-Pokémon ist, dann wissen wir doch, was wir da holen müssen. Dann holen wir den Darklink. Der Darklink macht jetzt einmal hier... Power Bomb. Oh, ernsthaft? Jetzt geht er mir aber echt auf den Sack. Einmal Brandstempel bitte und besieg ihn. Auf Anhieb, bitte. Danke. Das war knapp. Okay, damit hat er jedenfalls Stufe 35 erreicht. Schnell raus hier aus dem Wasser. Schnell alle Pokémon wieder hochheilen. Das war echt... Also, es hätte auch böse ins Auge gehen können, ne? Gut, ich könnte einen Seso-Kids nehmen. Das hätte noch ein bisschen Stil. Wie gesagt, das sieht aus wie ein Affe und ich weiß nicht, ein Affe. Nicht das Seso-Kids, sondern der Kev-Game, ne? Wirklich immer schwer einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was will man jetzt in Wirklichkeit für ein Pokémon nehmen?
Will man vielleicht gar nicht so ein Pokémon, sondern eigentlich ein anderes. Und natürlich war es klar, dass mich jetzt wieder ein Membrana angreift. Ich liebe Membrana. Fängt an zu regnen. Das ist mir scheißegal, ob es regnet. Ich hau das Membrana jetzt um mit einem Ranken. Wieso kriegt der noch einen Lebensschuss vorher hin? Und auch noch als Volltreffer. Tschüss, Mann. Kein Bock, Mann. So geht das, Mann. Ja, yeah, Mann. So. Das dauert, bis ich den hochgelevelt habe. Egal. So, wir gehen jetzt hier oben lang. Was haben wir hier eigentlich? Ist das die Stelle, wo wir schon waren? Ja, es ist die Stelle, wo wir schon waren. Okay. So, da kommen wir nicht lang. Da ist die tolle Brücke. Muss ich also doch da lang. Ein wahrer Angler kennt keine Geduld. Er lässt uns sofort kämpfen. Ah, da ist noch ein Pokémon-Kampf. Das ist gut. Ja, man sollte ab und zu auch mal mit seinen anderen Pokémon kämpfen. Angler Vito, ein Barschuft. Bestimmt ganz interessant, dass der in der Luft schwebt. Na dann. Fängt an zu regnen. Einen Angler stört das nicht. Mich stört es auch nicht. Rankenhieb. Bodycheck. Wow, der kann einen Bodycheck. Damit hätte ich es nicht gedacht. Das war echt ein guter Angriff, muss ich sagen. Wow. Wir kämpfen weiter. Aber was ich jetzt machen werde, was ich bisher... Hat der nicht eben gerade rot? Egal. Wir werden ganz kurz unseren Kev mal hochheilen. Na. Ja, komm, machen wir. Danke. Ich hoffe, du setzt jetzt keinen Bodycheck ein. Knirscher sollte mich jetzt nicht ganz so doll treffen. Genau. Wir fangen erstmal mit den Egelsamen ganz einfach an. Und arbeiten uns dann nach oben. Cool. Auch noch die Bodycheck-Attacke, ne? Schön abgewehrt. Jetzt kommen wir mit einem Rankenhieb. Effektiv, Knirscher. Habe ich keine Probleme mit. Kann er knirschen, so viel er will. Und der Egelsamen, der heilt mich wieder hoch. Letzter Rankenhieb und damit hat sich das dann für dich, du Barschuft. Genau deswegen war das auch mein Grund. Ich wollte gerade sagen, sie greift mich jetzt aber nicht an, ne? Ah, wildes Schnutthelm. Okay, einmal den Darklink bitte rausholen. Einmal Darklink, Darklink LP, einmal den Darklink. Ja, es fängt an zu regnen. Gut, jetzt Kev Game. Komm zurück, Darklink. Darklink, raus und zurück mit dir, Kev Game. Und er will mich wieder gehen. Ja, ach komm. Ach, dieses schläfrig machen macht einen richtig schläfrig. Oh nein. Ich kotze. Status Heilmittel. Post, oh verdammt. Kampf-Items, nein. Zitrubeere ist... HP wieder auf. Oh, das ist ein Witz. Oh, wie kriege ich den jetzt ja nicht platt? Mit Frost? Ach, wir probieren es mit Frost, komm. Los, Andreas, komm.
Eissturm. Oh, schon wieder dieses Schutzhelm. Eissturm. Gena. Nein, nicht den Gena. Nein, 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 nein. Eine Runde krieg ich hin, oder? Ja, danke. Musst du jetzt machen. Säurepanzer. Und das Verteidigung steigt, aber... Oh. Müssen alle meine Pokémon einschlafen? Oh, verdammt, ich habe zu viele Wasser-Pokémon. Ach, nee. Schon wieder. Dieses Genen, das nervt mich. Ich habe keine Gegenattacken dafür. Dampfwald zu kommen. Oh nein, ist nicht sehr effektiv. Ich kotze. Lass mich raten, der Megasauger ist auch noch effektiv, ne? Oh, ich könnte kotzen. Oh. Vielleicht schlafen alle Pokémon. Gott, die EP, schaffst du's? Ich muss gleich echt zurückfliegen wieder. Schon wieder, Gena. Luftschnitt. Danke. Boah, die Erfahrungspunkte, wie die aufgeteilt werden. Oh. Der Andreas versucht etwas Neues zu lernen. Eine Attacke vergessen. Dreschflegel. Kratzfurie gegen Dreschflegel. Das Dreschflegel-Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedriger sind. Oh, gut, das hat er immer. Jetzt habe ich gerade das Falsche gedrückt. Na komm. Eine Attacke vergessen. Die Kratzfurie vergessen wir mal. Und bekommen dafür den Dreschflegel. So. Okay, gut, jetzt sind wir schon wieder hier. Hier wurden wir das letzte Mal von Bell aufgehalten. Das Problem ist, dass meine Pokémon jetzt alle schlafen. Also muss ich wieder zurückfliegen. Geil, oder? Ich bedanke mich in der Zwischenzeit und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.